Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so einen Rückspülfilter am Hausanschluss richtig reinigen und vor allem auch spülen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Auch wenn das Trinkwasser in Deutschland eine sehr hohe Qualität hat, kann zum Beispiel durch einen Rohrbruch oder auch durch Bauarbeiten auf der Straße Fremdkörper in unsere Wasserleitung kommen. Und da möchten wir natürlich das Ganze vor unserem Wasser mit so einem Wasserfilter rausfiltern. Zum Rückspülen sollten wir uns auf jeden Fall mal einen großen Behälter unter den Wasserfilter darunter stellen oder aber das Ganze ist auch an unser Abwassersystem direkt fest angeschlossen. Hierfür können wir nämlich zum Beispiel mit einem HT-Rohr hier unten direkt an den Wasserfilter draufgehen, denn da sind normalerweise auch spezielle Anschlussstücke angebracht, die mit einer Entlüftung besehen sind. Danach gibt es jetzt einfach Modelle mit so einem kleinen Drehknauf hier, dann müssen wir diesen einfach mal eine Viertelumdrehung drehen, festhalten oder wie in meinem Fall auch hier dieses ganze Bauteil hier unten. Anschließend den Filter wieder in die andere Richtung schließen. Oftmals muss man diesen aber auch einfach nur loslassen und es geht automatisch. Und wir haben unseren Rückspülfilter auch schon richtig gespült und laut Hersteller soll das Ganze jetzt in etwa alle 2 Monate wiederholt werden. Wenn dein Rückspülfilter übrigens schon relativ alt und vor allem auch dreckig ist und du dir deiner Gesundheit zuliebe einfach mal einen neuen zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.